Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir haben die Initiative ergriffen, damit auch die Europäische Linke sich positioniert, die Chance nützt, für ein neues Europa einzutreten. Wir haben eine gemeinsame Erklärung formuliert, die Ihnen Pierre Laurent vorstellen wird, der Vorsitzenden der europäischen Linksparteien. Wir sind der Auffassung, dass es der richtige Zeitpunkt ist, dass wir in ganz Europa dafür eintreten, eine neue Politik durchzusetzen und die Initiative dafür zu ergreifen. Syriza hat die Tür für eine andere Politik aufgestoßen. Wir sehen aber, dass offensichtlich eine Gruppe neoliberaler Dogmatiker in der Europäischen Union versucht, diese Türe wieder zuzustoßen, obwohl jeder Mann und jeder Frau offensichtlich ist, dass ihre Politik gescheitert ist. Finanzminister Schäuble hat erklärt, ihm tun die Griechen leid, weil sie eine Regierung gewählt haben, die verantwortungslos handelt. Mir tut Herr Schäuble leid, dass er die ökonomischen und sozialen Realitäten in Europa nicht erkennt und offensichtlich der Meinung ist, diese Politik könnte fortgesetzt werden. Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass es nicht nur um die Zukunft von Griechenland geht, sondern um die Zukunft von ganz Europa. Wir stehen vor der Frage, ändern wir den Kurs für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung oder setzen wir den bestehenden Kurs fort, der offensichtlich in die wirtschaftliche Stagnation geführt hat, die Massenarbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit erhöht hat und die soziale Polarisierung in ganz Europa verstärkt hat. Die gestrigen Verhandlungen machen noch einmal deutlich, dass es nicht nur um die Frage der Schulden geht, sondern in viel stärkerem Maße um die Auflagen. Obwohl die Kürzung von Renten, Löhnen, die Zerschlagung der Sozialsysteme und die Verramschung öffentlichen Eigentums in Griechenland nicht zu einer wirtschaftlichen Erholung geführt hat. Im Gegenteil, es hat die Wirtschaft in Griechenland weiter in den Abgrund gerissen, sollen diese Auflagen mit aller Gewalt durchgesetzt werden. Der verheerende Irrweg soll weiter beschritten werden. Natürlich wissen alle, dass Griechenland die Schulden auf diesem Weg nicht zurückzahlen kann und die Bevölkerung in ganz Europa letzten Endes bezahlen müssen und gleichzeitig der Spielraum für die griechische Regierung erheblich eingeschränkt werden soll. Offensichtlich hat gestern der Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici ein Angebot vorlegen wollen, das auch für die griechische Regierung kompromissfähig gewesen wäre. Die Finanzminister haben das verhindert. Die Linke in Deutschland wird verlangen, dass Finanzminister Schäuble diesen Kurs vor dem Deutschen Bundestag rechtfertigen und darlegen muss, weil er auch nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung sein kann. Offensichtlich wollen die Finanzminister, dass die griechische Regierung kapituliert. Das wäre aber kein Weg, sondern das Gegenteil für eine Perspektive für ganz Europa. Den Menschen in Europa, insbesondere auch hier in Deutschland, wird immer wieder suggeriert, die Bevölkerung soll für die Griechen bezahlen. Die
Das ist ganz offensichtlich falsch. Die Bevölkerung in Deutschland und in Europa hat nicht für die Griechen bezahlt. Sie haben für die Bankenrettung bezahlt. Nur ganz geringe Beträge sind bei der griechischen Bevölkerung tatsächlich angekommen. Wir müssen und wollen auch unseren Bevölkerungen deutlich machen, dass es keine Perspektive für Europa gibt, den Nachbarn zum Bettler zu machen. Ganz besonders die Bevölkerung in Deutschland, einer sehr exportorientierten Nation, kann kein Interesse daran haben, dass die Wirtschaft unserer Nachbarländer nicht auf die Füße kommt. Wir müssen auch deutlich machen, dass ein Bankrott Griechenlands und ein Grexit, ein Austritt oder Ausschluss oder wie auch immer aus dem Euro die teuerste Variante für die Bevölkerung in unseren Ländern darstellen würde. Besonders enttäuschend ist die Rolle der europäischen Sozialdemokratie. Wir rufen die sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa dazu auf, die Chance zu nutzen, die der Wahlsieg von Syriza eröffnet hat. In ihrer langen Geschichte stand die Sozialdemokratie für Wachstum, Modernisierung, Beschäftigung und Sozialprogramme. Jetzt steht sie für Austerität, Bankenrettung und Sozialabbau und sie lassen sich von der neoliberalen Hegemonie einmauern. Dafür wird die europäische Sozialdemokratie nicht gebraucht und sie wird dafür einen teuren politischen Preis bezahlen müssen, wie wir das ja bereits in Griechenland gesehen haben. Wir haben ein Interesse, dass die europäische Sozialdemokratie auf einen anderen Pfad zurückkehrt. Es geht im Übrigen auch um Tariffreiheit, um Arbeitsrechte, alles Dinge, die eigentlich in der Tradition dieser Parteien begründet sind. Wir wollen alle Kräfte sammeln, in ganz Europa, Linke, Sozialdemokraten, die Jugend, die Intellektuellen, um eine andere Politik durchzusetzen. Uns stimmt optimistisch, dass alle Gewerkschaftsvorsitzenden in Deutschland eine Erklärung unterschrieben haben, in dem sie zur Solidarität mit der griechischen Regierung aufrufen und einen Kurswechsel der europäischen Politik einfordern. Diesen Aufruf haben neben den Gewerkschaftsvorsitzenden auch linke Sozialdemokraten und Mitglieder der Linken in Deutschland unterschrieben und deutet an, welches breite Bündnis in Europa möglich wäre gegen die neoliberale Hegemonie. Wir werden unsere Kräfte darauf konzentrieren, in den nächsten Wochen Bündnisse zu schmieden in ganz Europa, um eine andere Politik durchzusetzen. Eine gewisse Symbolwirkung oder große Symbolwirkung wird auch der 18. März haben, in dem viele Gruppen zu einer Demonstration vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt aufrufen. Dort wird ja das neue Gebäude eröffnet, um für eine andere Politik in Europa zu demonstrieren und insbesondere die EZB daran zu erinnern, dass sie nicht das Recht hat, politische Auflagen zu erzwingen, die gegen die Völker in Europa gerichtet sind.